Wir sind zwei Mädels mit einem Segelboot und wir wollen nach Norwegen. Das Land der Wikinger. Tiefblaue Fjorde, endlose Wälder, massive Berge, 100.000 Kilometer Küstenlinie, geformt von den Gewalten des Nordmeeres. Da müssen wir hin. Nach 2 Jahren auf der Ostsee sind wir bereit für neue Abenteuer, neue Challenges, neue Meere. Wir haben richtig Bock und nehmen euch mit. Im letzten Video haben wir uns auf den Weg nach Dänemark gemacht. Endlich wieder ein anderes Land, endlich wieder Abenteuer. In diesem Video gab es neben einem Geburtstagssegelturn einen aufregenden, vielleicht leichtsinnigen Trip im Nebel. Keine Sicht, nur Nebelhörner, Fischernetze und Fischtrawler. Wie es auf dem Meer ist, wenn man plötzlich nichts mehr sieht, erfährst du jetzt. Wie ihr gesehen habt, sind wir heil und sicher in Dänemark angekommen, in Langö auf der Insel Lolland. Und jetzt geht das Reisen wieder so richtig los. Also wir sind seit gestern in Dänemark und fühlen uns einfach wirklich richtig, richtig gut, richtig angekommen und freuen uns auf alle Abenteuer, die jetzt kommen werden, denn jetzt geht's wieder richtig los. Langö ist richtig urig und ganz klein. Hier gibt es, glaube ich, nichts außer den Hafen und irgendwie den kleinen Ort, aber da ist auch nicht viel los, sondern wirklich nur Wohnhäuser. Es ist auch relativ flach, also ich glaube, der Hafen ist mit 2,50 Meter oder so gekennzeichnet. Da, wo wir jetzt liegen, ist ab Wasserlinie 1,70 Meter jetzt bei uns. Wir konnten also nicht mit Schwert anlegen und auch gleich dementsprechend nicht mit Schwert ablegen. Wir sind gespannt, wie wir das hinbekommen, aber naja, das passt schon. Es ist sehr schön hier, also total ursprünglich und richtig dänisch. Aber du willst heute trotzdem weiter, richtig? Ja, wir wollen heute zur Insel Omö. So ist der Probeplan. Das sind 25 Meilen. Ja, die werden wir wohl wegrocken, oder? Nice. Und während gerade in unserer Heimatstadt Oldenburg zwischen 20 und 25 Grad sind und Sonnenschein, frieren wir uns hier wirklich ein bisschen den Hintern ab. Denn es sind, glaube ich, 10 Grad. Es ist sehr windig und auch nicht richtig warm. Also irgendwie hat der Frühling noch nicht so richtig angefangen. Ja. Und gestern war auch echt grenzwertig, oder die Kälte? Also wir waren gestern 7,5 Stunden unterwegs auf dem Wasser und irgendwann ist man so komplett durchgefroren. Man kann sich dagegen auch nicht wärmen. Also wir ziehen uns alles an, was wir haben, kochen uns Tee, Wärmflaschen und so weiter. Aber irgendwann ist einfach Ende im Gelände und man möchte nur noch in warmem Hafen das Boot aufheizen und nicht segeln. Leider. Sonst hätten wir vielleicht auch schon weitere Turns gemacht, aber 30 Meilen reichen echt immer. Ja, von der Temperatur bei her. Bei solchen Winden, also wenn echt so dollere Winde sind, dann zieht das halt echt überall rein, ne? Ja, man merkt halt den eisigen Wind. Also bei Wind. Mir zieht das auch immer hier durch den Reißverschluss, obwohl ich das da so drüber habe. Safe. Ja. Same hier. Okay, jetzt schauen wir uns hier die Umgebung an. Ihr seht ein paar Shots. Viel Spaß. Let's go. Wir haben uns den Ort hier angeguckt. Hier geht echt nicht viel, aber es ist ja ein schöner Fischerort. Ich glaube sogar der größte Fischereihafen auf Lolland oder so. Genau. Aber ja, ist jetzt nicht so krass. Aber sehr, sehr schön. Also wirklich, hier wären wir auch gerne noch einen Tag länger geblieben. Aber wir wollen noch weiter. Wind ist perfekt. Aus südlicher Richtung. Die Sonne kommt jetzt raus. Wir wollen jetzt ablegen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Okay.
Wir haben abgelegt. Großsegel steht. Geburtstagssegel turn, was will man mehr? Also was will ich mehr? Ich will nichts mehr. Das ist so schön. Yes, die Sonne scheint. Geburtstag. Die Segel stehen. Heute Morgen gab es Pfannkuchen. Oh. Geschenke. Ja. Und seht ihr da drin diese Girlanden? Da. Mit denen segelt es sich besonders gut. Okay, wir sind jetzt hier raus aus dem engen Fahrwasser. Und der Kurs ist circa, also klar Richtung Nord. Krass, genau Richtung Nord einfach. Und wir haben Wind von hinten, das heißt, wir machen jetzt mal den Schmetterling. Und ihr wisst ja, das letzte Mal hatten wir dieses Problem, dass wir dieses Auge nicht mehr haben in der Fock, wo wir den Baum reinpieksen. Deswegen mache ich das jetzt mal mit einem Soft-Schäkel. Die Genua. Die Genua. Marlene hasst das Wort Genua irgendwie. Deshalb sagt sie immer Fock, aber nein, vielleicht auch, weil es Gewöhnungssache ist. Ja. Ist ja auch falsch, Fock zu sagen, bei einer Genua. Aber ich habe mich halt daran gewöhnt, weil wir eine Fock hatten. Ja, ja, aber ich versuche es jetzt mal mit einem Soft-Schäkel und ich nehme euch mit, weil ich setze mir die GoPro auf. Okay, Perspektivwechsel jetzt. Also hier ist dieses Auge gewesen, wo wir dann den Baum reinmachen. Aber jetzt haben wir das einfach so festgemacht, das wurde uns so vom Segelmacher empfohlen. Und jetzt können wir es halt nirgendwo mehr reinmachen. Und so lose fanden wir blöd, auch wenn manche sagen, das ist richtig so. Aber das fanden wir blöd. Ja, passt eigentlich. Aber ich probiere mal den kleineren, weil ich finde, die Leine ist, glaube ich, stabiler. Weil das ist doch nur so ein Innenmantel, ne? Wir wissen auch noch nicht, ob wir das dann dauerhaft hier drin lassen. Oder nicht. Könnt ihr uns ja mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber genau, wir haben das von Micha von X-Trip Sailing, der auf Island unterwegs ist. Der macht seine Fox-Show auch so fest, haben wir mal, also hat er uns, glaube ich, erzählt. Und der hat uns diese Schäkel auch gemacht, die Soft-Schäkel. Ja, so passen beide. Soll ich lieber den Kern nehmen oder den Mantel? Was ist stabiler? Den ich jetzt drin habe? Also lösen kann sich das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das kann sogar beim Segeln drin bleiben für immer. Cool. Ja, sieht auch echt dezent aus. Es muss nur noch in Neonfarben sein. So. Alter, wie viel Salz hier dran ist. Wie viele Löcher haben wir denn nicht, dass ich den gleich hier verliere? Holepunkt nach vorne? Ja, ne? Nee, nach hinten? Nach hinten, hätte ich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Das sieht genau gleich aus. Komplett nach hinten. Und dann so, oder nicht? Ja, ich bin noch nicht auf Kurs. So, und jetzt noch den Bullenstandard. Das verhindert einfach nur, dass der Baum nicht auf die andere Seite kommen kann, denn das ist lebensgefährlich und auch scheiße fürs Schiff. Perspektivwechsel. Alles gut. Tada! Irgendwie stehen die Segel nicht mehr. Es ist nur noch 6 Knoten Wind. Es sind zwar noch 3,3 Knoten schneller, aber die schlagen die ganze Zeit, weil die alte Welle noch da ist. Naja. Was hast du gerade gemacht? Ich habe mich gerade gesonnt. Oder meinst du das Ticket für den Zug? Ja. Wir haben gerade spontan uns entschieden, über Ostern nach Hause zu fahren, weil ich auch Tante geworden bin. Und Geburtstag. Und ja, heute Geburtstag habe und Ostern ist. Und dann
haben wir irgendwie gedacht, wir nutzen mal die Gelegenheit und fahren nach Hause. Wir lassen das Boot dann in Dänemark. Es sind nur 6 Stunden Verbindung, also 6 Stunden Zugfahrt. Das geht eigentlich ganz gut klar. Der Wind passt eh nicht 2 Tage lang. Es soll so gut, so ähnlich wie heute, also gar kein Wind sein. 3 Tage und einen Tag stramm aus Nord. Also können wir eh nicht so richtig Strecke machen. Und deshalb geht's für uns übermorgen nach Haus. Bis dahin müssen wir noch dahin kommen, wo der Zug abfährt. Yes. Und das ist bei dem Wind eine Challenge. Leute, es ist Land in Sicht. Die kleine Insel sieht man jetzt. Ich glaube, die kann man einmal mit dem Fahrrad umrunden. Also die ist wirklich sehr, sehr klein. Wir sehen das Ende und wir sehen das Ende und wir sind nur noch 2 Meilen entfernt. Also es scheint sehr klein zu sein. Und wie ihr seht, es ist so, ich weiß nicht, ob man das sieht, es ist so ein leicht gelbes Licht. Es ist Südwind und irgendwie haben wir gehört, dass gerade der Sahara-Staub unterwegs ist nach Nordeuropa. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das schon sehr ungewöhnlich aus. Gestern war auch den ganzen Tag irgendwie so eine Sonnenaufgangsstimmung, also auch noch um 11 Uhr oder so, als wir unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob man es da gesehen hat. Da war es auch immer so leicht gelblich, obwohl die Sonne schon echt hoch am Himmel stand. Und es ist auch super diesig, schlechte Sicht. Und im Horizont sieht man so einen Streifen mit so wirklich kräftig orangen Staub oder so. Gestern dachten wir noch, das wäre Smog, weil hier ist das große Fahrwasser vom großen Belt. Also hier fahren die ganze Zeit Containerschiffe und Fähren lang. Also vielleicht ist es auch nur Smog, aber das gelbe Licht, das kommt ja nicht vom Smog. Seltsam. Jetzt ist es 17.30 Uhr, glaube ich. Wir haben um 12.30 Uhr abgelegt. Schon wieder 5 Stunden unterwegs und wir sind ja auch erst in einer Stunde oder so da. Also wieder den ganzen Tag auf dem Wasser verbracht. Aber Anna wollte das so, auch an ihrem Geburtstag. Das zeigt, dass wir irgendwas richtig machen, wenn sie sogar am Geburtstag segeln gehen will. Leinenfender sind schon klar. Wir sind ein bisschen im Cockpit am Arbeiten. Anna war gerade am Laptop, jetzt bin ich am Laptop und sie ist am Handy und bearbeitet da ein paar Bilder für Instagram. Da könnt ihr uns gerne mal folgen. Da ist ganz schön viel Arbeit und Zeit rein. Mit Instagram verdient man übrigens keinen Cent. Jetzt nutzen wir noch die letzte Stunde oder halbe Stunde zum Arbeiten. Und dann melden wir uns morgen wieder, wenn es nach der großen Belt Bridge. Keine Ahnung. Aber der Wind soll morgen auf jeden Fall besser sein. Mal gucken, ob es ein Anlieger ist oder ob wir sogar kreuzen müssen. Aber jedenfalls haben wir ein bisschen Wind. Das ist immer noch besser als jetzt gerade Motoren. Anlegemanöver aus der Drohnenperspektive. Wir sind jetzt angekommen auf Omel. Marlene hat die Drohne geflogen, während wir angelegt haben. Während du angelegt hast. Jetzt genießen wir den Abendhafen. Ist schön hier, oder? Ultra schön. Perfekter Geburtstagsspot, würde ich sagen. Mal wieder, ja. Ja. So wie heute Morgen. Hey. Hey. Das Wasser hier ist so klar. Das ist echt krass. Jetzt gibt es noch ein paar Shots vom Hafen. Bis morgen früh.
Guten Morgen, Leute. Wir haben es 7.30 Uhr. Oh krass, schon so spät. Es ist, wie ihr seht, komplett nebelig. Und wir haben schon ein bisschen Wind. Vielleicht geht der Nebel auch dann gleich weg. Die Sonne müsste eigentlich schon längst aufgegangen sein. Und wir wollen jetzt ablegen nach Nyborg. Ja, dann müssen wir morgen den Zug nehmen. Das heißt, wir müssen nur heute hinkommen, aber das ist auch nicht so schwer. Das sind 15 Meilen. Wir wollten nur jetzt so früh los, weil später ist Westwind angesagt und dann ist es, glaube ich, kein Anlieger mehr. Wir müssen einmal so schräg rüber, durchs große Fahrwasser vom großen Belt und so. Aber mal gucken. Wir hoffen, bis dahin ist der Nebel weg. Und wenn nicht, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir haben nur leider letztens erfahren von zwei Menschen mittlerweile, dass wir auf dem AIS nicht zu sehen sind. Bei Marine Traffic schon, und das ist das Komische. Aber andere Schiffe sehen uns nicht. Und eigentlich ist das wenn andersrum, weil Marine Traffic ist eigentlich nur ein Umweg noch übers Internet. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen gehen wir jetzt nicht davon aus, dass uns die dicken Schiffe hier sehen. Ja, aber das ist ein bisschen komisch. Vielleicht habt ihr da irgendeine Ahnung von. Und schreibt es mal hier in die Kommentare, was das sein kann. Ich konnte mal wieder nicht abwarten. Anna ist noch drin, zieht sich an und so. Und ich lege jetzt erstmal alleine ab. Oder ich versuche es auf jeden Fall. Drin ist auch noch ein bisschen Chaos, aber ich glaube, so wild wird es draußen nicht. Aber eigentlich sollte man das natürlich nicht tun und nicht ablegen, wenn drin noch Chaos ist. Der Ofen brennt auch noch, aber es ist auch arschkalt, deswegen ist es schön, wenn es drin 30 Grad sind. Okay, versuchen wir es mal. Erstmal rausfahren, oder? Ja. Aber die Sicht ist doch okay. Also Fischerbojen werde ich sehen. Große Container. Aber schon gut. Hafen ist gleich weg im Hintergrund. Die Segel stehen jetzt, Leute, und wir sind 4 bis 5 Knoten schnell, haben heftigen Versatz zur Seite und müssen deswegen 30 Grad an Wind, damit das überhaupt noch ein Anlieger ist, weil ja hier im größten Belt strömt das. Wir haben das gestern schon gemerkt, da sind wir mit 6 Knoten motort. Und wir müssen, jetzt gerade sind wir im Hauptfahrwasser, wir sind ziemlich angespannt. War das doch nicht so eine gute Idee abzulegen. Aber eigentlich geht es ja auch klar. Wir hoffen einfach, dass wirklich jedes Containerschiff sein AIS anhat und das funktioniert. Vor Segelbooten und so haben wir jetzt eigentlich eher weniger Angst, da die sind ja nicht so schnell. Aber es kann ja auch immer mal sein, dass bei einem Containerschiff jetzt gerade das AIS ausfällt. Aber Nebelhörner sind jetzt nicht mehr zu hören. Gerade war eins zu hören. Jetzt geht es hier schnell durch. Und dann hoffen wir mal, dass es ein Anlieger bleibt. Aber wie gesagt, der Wind soll immer mehr aus West kommen und dann aus Nordwest. Und wegen der seitlichen Strömung kommen wir da vielleicht gar nicht an in Nyborg und müssen kreuzen, was im Nebel auch nicht so nice ist. Bisher ist alles gut gegangen. Gerade ist kurz eine Fischerboje aufgetaucht. Die hatten wir aber, glaube ich, schon gestern gesehen. Also die haben wir einfach umfahren. Sonst ist hier nichts. Gleich kommt irgendwo eine grüne Tonne. Und Anna ist gerade drin, da hört man nämlich die Schraubengeräusche von Containerschiffen viel, viel besser. Oder von motorisierenden Schiffen. Jetzt kommt sie aber raus. Ah, und sie hat sich Brote gemacht. Ah, deswegen war sie drin. Moin! Guten Morgen! Krass, wie witzig ist das, wenn so ein Vogel durch den Nebel fliegt. Jetzt sind wir auch schon wieder 5,8. Echt? Ja. Stark, das ist doch wundervoll. Ja. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ganz vorne in der Bildmitte ist einfach ein Fischerboot und er hat kein AIS an.
Und er ist schon relativ nah dran. Er schleppt auch irgendwas hinterher, glaube ich. Naja. Ich habe euch gerade den Fischer gefilmt. Finden wir ganz schön krass, dass er einfach kein AIS anhat. Ich frage mich immer, ob Fischer dazu verpflichtet sind oder nicht, weil es ist doch auch irgendwie Berufsschifffahrt. Naja, die wollen halt nicht ihre Plätze verraten, aber ob das so legal ist. Naja, jedenfalls haben wir ihn gesehen und er sieht uns dann jetzt ja auch anscheinend. Das zeigt, wie aber aufmerksam man sein muss. Ja, genau. Es sind gute 3 bevor. Es läuft perfekt. Also wir segeln so schön. Der Nebel hat sich aufgelöst. Die Sonne ist da. Wir sehen jetzt auch die große Beltbrücke. Wir segeln ja parallel zu ihr nach Nyborg. Wir haben jetzt auch schon 2 andere Segelboote entdeckt. Richtig, richtig schön. Wir haben noch 3,3 Meilen to go. Laufen mit 5,2 Knoten circa. 5,3. Ja. Es ist auch endlich voraus Land in Sicht. Super schön. Ich glaube, lange Land kann man nicht sehen, obwohl das eigentlich da sein müsste. Da ist es noch ein bisschen diesig. Ja. Auch in die andere Richtung, also das Ende von der Beltbrücke und so, das sieht man nicht. Nur voraus hat sich es auch geklappt. Mhm. Kannst du ein bisschen die Genua auslassen, bitte? Sie, klar. Wir sind angekommen in Nyborg und liegen hier ganz alleine in dem, ich glaube, Westhafen heißt das. Wir waren hier vor 2 Jahren mal, wer sich erinnert, haben wir hier geankert, weil da sind wir immer nie in die Häfen gegangen, weil wir nicht anlegen konnten. Mittlerweile können wir ja ganz gut anlegen. Ja, wir sind hier in den Hafen gegangen, weil wir hier auch alleine liegen und so, dann ist das ganz entspannt. Plus ankern ist uns auf jeden Fall noch ein bisschen zu kalt einfach, also muss nicht sein, da müssen wir uns immer nachts um den Ofen kümmern und so. Das ist immer ein bisschen stressig. Deswegen gehen wir zurzeit noch gerne in die Häfen, vor allem weil die halt noch leer sind. Manchmal sind die Hafenmeister sogar noch nicht da. Bald beginnt dann hoffentlich die Zeit, wo man ankern gehen kann und schwimmen gehen kann. Aber noch hat das Wasser 6 Grad und wir fahren ja immer weiter Richtung Norden. Naja, wir setzen auf den Golfstrom. Der bringt ja seine 3 Grad mit sich. Und wir müssen noch ganz schön viel machen. Morgen geht's nach Oldenburg und wir melden uns dann in, ich glaube, 3 Tagen wieder. Und dann geht's weiter den großen Belt hoch, Kattegat hoch und dann sind wir auch schon im Skagerrak. Aber das kann sich auch noch um ein paar Wochen handeln. Je nachdem, wie das Wetter ist, es sind immer noch sehr viele Frühlingsstürme und so angesagt. Und die Windrichtung ab morgen passt auch nicht, Nordwind, naja. Deswegen nutzen wir die Zeit, fahren nach Hause und melden uns dann wieder. Aber ihr bekommt davon ja gar nichts mit. Wir sind gestern Nacht um 1.30 Uhr oder so beim Boot gewesen. Und ja, dann hat der Wecker um 5 heute Morgen geklingelt und wir haben die Leinen losgeschmissen. Diese Angst, dass der Motor nicht anspringt. Und da geht's direkt raus aufs Kattegat. Lebensgefährlich. Fuck!